Adi Schatz, alles Gute, alles Gute. Wir brauchen heute die Nummer 6. Das heißt, wir stellen mal deinen Kalender ab. Gucken, wo die 6 ist. Jetzt muss ich nochmal schauen. Ich habe die 6 gefunden. Die 6 ist hier drin, ist hier drauf. Jetzt können wir den da hinstellen. Wir können ein Tütchen aus der Nummer 6 aufmachen. Die sehen wieder heller aus. Schmecken die auch? Scheint zu schmecken, das heißt, der Adi war nur kamerascheu. Bei den ersten Tütchen hat er sich nicht getraut. Jetzt haut der hier rein mit seiner Schweinsnase. Guck dir das an. Dann können wir das jetzt hier hinlegen. So. Toll, das ist wieder nur ein kleines. Der Sündenbock. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, beziehungsweise eine neue Folge Adi und The Bier-Adventskalender von Kalea. Jetzt Hammers. Aber bevor wir dazu kommen, erstmal das Türchen von Pupsi aus ihrem Karls Adventskalender, Karls Erdbeerhof. Da war wieder ein Spruch, da steht: Nikolaus, der gute Mann, bringt Kuchen ohne Ei und Zahn. Der gute Mann bringt ohne Ei und ohne Zahn. Also das ist die Sinn. Warum haben die nicht beim JBB mitgemacht damals? Ihr habt ja bei Karls jetzt ein Kanister Schokokuchen drin. Schokokuchen im Glas. Da freut sich Pupsi auf jeden Fall drauf, auf diese ganzen Naschereien. Den habe ich ihr ja geschenkt für 90 Euro. Oder wusstet ihr mal im Kopf, was das alles da so teuer ist? Das heutige Bier ist... Ich bin enttäuscht. Warum? Das heutige Bier ist ein 23 Sündenbock. Ich habe in irgendeinem alten Kalender, der nicht international war, der normal war, auch einen Sündenbock drin gehabt. Da habe ich mich gefreut, weil ich das erste Mal gesehen habe. Habe gesagt, das ist ja irgendwie cool, diese 23, ja gut, der Deckel sieht doof aus, das ist nämlich nix. 23 Sündenbock, weil das Bockbier sein soll, dann ist hier so ein Hannes rockendes Bockgetier drauf. Das hat alles so ein Retro Miami Vice 70er, 1000er Jahre Look abgespaced in Vergangenheit und Zukunft gleichzeitig. Fand ich damals gut. Jetzt bin ich schon mal deswegen enttäuscht, weil ich extra international dann genommen habe, weil ihr das auch gewählt habt und weil alle gespannt waren, was für tolle Biere aus aller Welt da drin sind. Aus Amerika, aus England, aus Island, aus Russland, aus weiß ich woher. Schwedische und irländische. Und dann ist das jetzt schon wieder ein deutsches Bier. Also eins war wirklich dabei, dann aus Irland, eins war dabei aus keine Ahnung wo, Kanada. Oder so, glaube ich. Aber alles andere ist das gleiche Zeugs, was du fast immer hast. Bei 6 Türchen gerade mal 2 ausländische. Das ist schwach. Das ist also der Sündenbock. Was sagt man zum Etikett? Also wenn ich das so irgendwo sehe, ist mir das zu pappig. Es ist mir zu dunkel. Es ist mir zu... Die Farben gefallen mir nicht. Es gibt Leute, die sagen, das ist richtig cool mit dem Bock da drauf, der so einen Rocker darstellt, aber das will mir zu cool sein, ist mir dann dadurch zu kindisch. Ich finde, es sieht nicht so schön aus, das sieht alles hier so billig aus. So, ja, als wäre der Druck halt nicht richtig gut und als wäre das halt alles nur so lieblos irgendwie. So, da fehlt die Präsenz einfach. Deckel ist nix, Etikett gefällt mir auch nicht so. Ich würde für den Sündenbock wahrscheinlich nur 1 von 5 Punkten geben. Hinten steht nochmal drauf. Heute hier, morgen dort, der Sündenbock zieht von Ort zu Ort. Seine Spezialität sind Bockbiere, die eine Sünde wert sind. Dieses Jahr hat er die Privatbrauerei Schnitzelbaumer besucht. Dieser helle Bock hat eine kräftig goldgelbe Farbe und gefährliche Süffigkeit dank fruchtiger Beerenaromen. Traunstein, Deutschland. Wir machen das jetzt mal auf. 1 von 5 für Etikett. Zack. Die Flasche ist auf jeden Fall auch ein Hingucker, weil die ist halt, hat halt so eine besondere Form. Die ist halt hier fett und irgendwie kleiner, aber halt auch 0,3 wie der Rest. Ne? Kippen wir das mal hier rein, gucken uns mal die Farbe an. So, fürs Thumbnail muss man kurz so gucken, tun's.
schütt mal hier rein. Vorhin hat es irgendwie während des Tastings geklingelt. Also gestern, bei euch war es gestern. Da war ein Kind da, hat gefragt, ob Marie da ist zum Spielen. Mit Lea rauskommen. Aber die sind bei Oma Opa. Und jetzt ist das Kind da draußen auf dem Spielplatz ganz alleine und schaukelt. Wenn ich fertig bin, werde ich rausgehen, mal mitschaukeln, damit das nicht so alleine ist. Nee, ich bleib hier, weil ich gehe heute nicht mehr raus. So, was haben wir hier? Da ist eine ganz kleine Schaumkrone, nicht der Rede wert. Das ist, wie Sie gesagt haben, hell. Man sieht, es hat eine helle Farbe. Okay. Ich mag es eher kräftiger. Also für mich jetzt nicht so gut. Dann ist es nicht ganz klar. Es ist ein bisschen trüb, du kannst nicht durchschauen. Für mich muss das Glas klar sein und schön kräftig von der Farbe, dann passt das. Das ist mir zu hell, das ist mir zu trüb, passt mir nicht. Ich würde wahrscheinlich 1 von 5 Punkte geben, auch bei Farbe. Kommen wir mal zum Geruch. Es riecht gefühlt nach nichts. Ich merke eine ganz leichte süßliche Note vielleicht raus, ansonsten riecht das halt so unscheinbar. Es riecht dadurch natürlich nicht schlecht, es riecht aber auch nicht besonders gut. Das heißt, ich gebe das Mittelmaß 3 von 5 Punkten, weil es ist weder gut noch schlecht. So, kommen wir zum Geschmack. Kurz mal einen Nipper probieren. Jetzt muss ich außerdem mal schauen, wenn das ein Bock sein soll. Wie viel hat das dann? 6,5%. Okay. Ja, bei Bock rechne ich mit mehr. Aber das schmeckt auch nicht, als hätte das so viel. Also passt das schon von der Angabe her. Ah, die randaliert wieder. Der ist nämlich noch da. Also du trinkst und du hast wieder mal so einen leicht säuerlichen Geschmack, einen leicht herben Geschmack. Ganz leichte Fruchtigkeit ist vielleicht drin. Irgendwie ist es gleichzeitig aber auch wässrig und hat gar keinen Geschmack, aber dann auch wieder doch. Es ist irgendwie so alles so querbeet verteilt auf der Zunge, als können sie es nicht richtig entscheiden, was es überhaupt will. Deswegen keine Ahnung. Ich probiere mal noch einen Schluck. Ah, und jetzt schmeckt es nach Seife. Erst kann sich's nicht entscheiden, dann entscheidet sich's für die Seife. Und ja, finde ich jetzt leider nicht so prickelnd. Ich würde hier auch, ich glaube auch 1 von 5 Punkten geben, weil das irgendwie bei jedem Nipper anders schmeckt. Wir trinken es mal aus. Wenn sich nichts ändert, war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Nee. Es ist und bleibt trotzdem irgendwie unangenehm, deswegen wir machen einen Punkt. Ein Punkt, also für mich ist das wahrscheinlich bis jetzt das schlechteste Bier der 23 Sündenbock. Mal gucken, was Shenaya dazu sagt. Die hat ja jetzt mittlerweile genau den gleichen Adventskalender wie ich. Die wollte eigentlich den Happy Sender, hat aber auch einen internationalen bekommen. Wir haben also exakt genau die gleichen Biere, hoffe ich. Mal gucken, wie ihr das gefällt, die Etiketten, der Geschmack, die Farbe, wie sie das bewertet und was ihr Lieblingsbier ist und meins. Das war's von meiner Seite aus. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.